Menschen, die Frieden in sich tragen, sind besonders. Sie haben gelernt, ihr Lebensglück nur über sich selbst und ihre Einstellung zum Leben zu definieren. In sich zufriedene Seelen sind meist bescheiden. Sie brauchen keine Bestätigung von außen, da sie wissen, wer sie sind und sich selbst mit all ihren guten Seiten, ihren Eigenheiten, Besonderheiten und Schattenseiten angenommen haben und das authentisch leben. Oft sind diese Menschen eher schweigsam. Ihr Schweigen hat aber keinesfalls etwas mit Schüchternheit zu tun, sondern sie wissen, dass es oft besser ist, zuzuhören und Situationen zu betrachten, bevor sie sich dazu äußern. Sie beobachten zuerst ihre Gefühle dazu und bringen die ins Reine. Das, was sie dann sagen, kommt aus dem Herzen und entspricht ihrer Wahrheit. Dadurch ist es ihnen möglich, jede Situation in Frieden und positiv zu lösen. In sich zufriedene Menschen reichen jedem, der in Not ist, ihre Hand und ihr Ohr. Sie sind die besten Zuhörer und Berater. Sie werden dich sicher durch die Krise begleiten und deiner Seele Geborgenheit schenken. Was sie geben, geben sie von ganzem Herzen. Diese Menschen meiden Dramen und erkennen Lügen sofort. Hier setzen sie sichtbare Grenzen, denn ihr Mitgefühl dient nur denen, die wirklich in Not sind. Zufriedene Menschen lieben es zu lachen. Egal, wo du sie triffst und wie es dir gerade geht, in ihrer Gesellschaft wirst auch du wieder dein Lächeln finden und dich absolut wohlfühlen. Sie lernen täglich, denn sie nutzen jeden Moment, um positiv vorwärts zu gehen. Das heißt nicht, dass sie nie straucheln oder traurig sind, sondern dass sie immer aus jeder Situation das Bestmögliche machen. Menschen, die inneren Frieden leben, handeln immer zu deinem höchsten Wohl. Und immer bedacht darauf, deine Seele zu behandeln wie ihre eigene. Mit Liebe, Mitgefühl, Ehrlichkeit, Respekt und im vollkommenen Frieden. Ihnen ist das Wir wichtiger als das Ich. Denn sie wissen, dass gemeinsam alles zu schaffen ist. Wenn so ein Mensch dir etwas sagt, das du vielleicht nicht hören willst oder kannst, höre gut zu. Denn er oder sie fühlt deinen Schmerz, deine Traurigkeit, deine Angst oder Wut und möchte dich nur einen Schritt näher bringen, in dir selbst Frieden zu erlangen. Da er weiß, dass Hinsehen besser ist als Verdrängen, wird er dich dazu auffordern, Hand in Hand mit dir deine Verletzungen zu durchschreiten und es so in die Wandlung zu bringen. So zeigt er dir, wie sehr er sich auch für dich inneren Frieden wünscht und dass dein Wohl ihm wichtig ist.
Die Liebe solcher Menschen ist intensiv und dennoch unaufdringlich und ohne Erwartungen. Sie lieben dich allein deinetwegen und mit allen Facetten deiner Persönlichkeit. Mit ihnen kannst du sein, wer du bist. Immer.